langsam ins Finale. Wir haben es ja jetzt auch schon mit fortgeschrittener Zeit. Und wer mal rausgeschaut hat, der wird feststellen, dass es langsam dunkel wird. Und wir hatten heute schon viele verschiedene Referenten über verschiedenste Bereiche. Und ich habe jetzt die wundervolle Ehre, einen Referenten oder Speaker anzukündigen. Ich kannte ihn und ich kenne ihn auch noch gar nicht so lang, aber der erste Eindruck, den ich von ihm hatte, war irgendwie einfach ein guter Typ. Ja, ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren, weil er kommt aus dem Consulting und führt seit circa 20 Jahren Emrich Consulting und hat meines Wissens nach jetzt vor einem Monat den African Speaker Award gewonnen. Das heißt, der macht momentan nichts anderes, als von Afrika nach London, dann ist er ein bisschen Dublin, dann fliegt er wieder nach Deutschland, dann ist er da mal ein paar Tage, dann fliegt er wieder weg und es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm auch Videos aufzunehmen. Das ist mir eine absolute Ehre gewesen, lieber Dr. Martin Emrich, mit dir gemeinsam dieses Event vorzubereiten. Und wie begrüßen wir uns, Speaker? Stehen. Herzlich willkommen, Dr. Martin Emrich! Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin der letzte Redner des Abends. Eine besondere Ehre. Ich bin in der Pole Position, wenn man von hinten guckt. Ja, insofern freue ich mich sehr. Mein Name ist Martin Emrich, bin 44 Jahre alt und rede heute Abend über das Thema Führen in der VUCA-Welt. Alan hat mich gerade so toll angekündigt. In der Tat bin ich gerade auf einer internationalen Tournee mit diesem Programm, das ihr hier gleich hier erleben werdet. Und ich stelle mich mal vor, wie ich mich in den USA vorstelle. Da sage ich, hey, I'm Martin from Germany. Und dann sagt der Ami, okay, I know Germany, but what city are you from? Und ich so, I'm from Stuttgart. Und der Ami so, oh, I don't know Stuttgart. Is there anything Stuttgart is famous for? Und ich so, oh, wie kann ich das dem jetzt erklären? Haben wir machert Kehrwoch in Stuttgart. Wie sagt man das jetzt auf Englisch? We do say Care Week. Und der Ami so, sorry, I don't understand Care Week. No, sorry. Is there anything else Stuttgart is famous for? Und ich sag, wir machen halt Maultasche. Wie sage ich das jetzt dem Ami da? We make mouth bags, you know. Und der Ami wieder so, sorry, I don't understand anything else. What Stuttgart is famous for? Und dann denke ich, okay, pass auf, ein Ass habe ich noch im Ärmel. Wir machen der Porsche, das kennt der Ami, der mag auch die Luxuslimousine. Jetzt sage ich dem, wir bauen der 911er Carrera. We are responsible for 9/11. Huh. Nicht gut, ja, nicht gut. Don't try this. Entweder wird man dann gleich des Landes verwiesen oder ähnliches blüht. Trotzdem tue ich sehr gern durch die USA. Porsche kennt wirklich jeder. Und ich habe tatsächlich die Ehre, für Porsche zu arbeiten und für Daimler und BMW und Hugo Boss und viele andere tolle Kunden. Und interessiere mich ein bisschen für Autos, viel mehr aber für das hier, was hier oben zwischen den Ohren ist, nämlich das menschliche Gehirn. Das hat mich von frühester Kindheit an sehr fasziniert, was passiert eigentlich da oben. Und deshalb habe ich Psychologie studiert, habe auch in Psychologie meine Doktorarbeit geschrieben, weitgehend selbst verfasst und toure seitdem tatsächlich zu dem Thema Psychologie durch die Lande und tatsächlich hauptsächlich in anderen Sprachen. Ich mache das in 5 verschiedenen Sprachen und habe dieses Jahr hauptsächlich dieses Thema auf Englisch und nicht auf Deutsch gemacht, was sicher ganz, ganz besonders ist. Ich möchte heute Abend was erzählen zum Thema Führung. Ja, steht auch hier auf meinem T-Shirt, How to be a Boss. Es geht nicht nur um Führung im Sinne von Geschäftsführung, sondern auch im Sinne von Selbstführung. Wie führe ich mich selbst? Jeder von uns hier ist Führungskraft, zumindest Führungskraft des eigenen Lebens. Und darum geht es in meinem Prinzip. Führung ist sehr komplex geworden. Wir leben in der sogenannten VUCA-Welt. Und VUCA, hier steht es, steht für
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und ich zeige das immer ganz gern mit so Keulen, ja, wo es schwierig ist, alle Bälle in der Luft zu halten. Und das ist die VUCA-Welt. Ich muss reagieren, ich muss schnell sein, ich muss irgendwie das schaffen, alles im Griff zu behalten. Und manchmal stürzt halt eine Keule ab. Dankeschön. Die Frage ist, brauchen wir in dieser VUCA-Welt überhaupt noch Führung? Na, wenn alles jetzt so ganz spontan ist und es ist alles nicht planbar und nicht vorhersagbar, brauchen wir überhaupt noch Führung? Ich meine ja. Und damit ihr das am eigenen Leib erlebt, habe ich euch eine Übung mitgebracht, zu der bitte ich euch erstmal alle aufzustehen. Und jetzt geht es so, mit einer Hand verdeckt ihr bitte eure Augen, das ist, damit ihr nicht beeinflusst werdet von eurem Nebenmann, und mit der anderen Hand zeigt ihr mir, wo in diesem Raum Norden ist, jetzt. Okay, und dann bitte einfrieren, nicht mehr bewegen und jetzt die Augen aufmachen. So, ich habe die Lösung, ich habe nämlich tatsächlich einen Kompass dabei und ich sage mal gleich, wer gewonnen hat. Nee, es gibt hier leider eine objektive Wahrheit. Die Mehrheit hat leider tatsächlich Unrecht. Hier, der Herr hat recht. Ich glaube, das ist der von den Möbeln, richtig? Nee, okay, jedenfalls da hinten ist... Ach, von der Versicherung, genau. Die Versicherer wissen, wo es lang geht. Sehr gut, Applaus für ihn. Da hinten ist Norden. Also da hinten ist Norden. Führung bedeutet... anderen klarzumachen, wo Norden ist. Wenn Menschen deinem Norden folgen, bist du die Führungskraft. Ohne Führung passiert mit den Mitarbeitern was? Sie haben keinen Plan. Ne? Sie haben keinen Plan. Es geht zickzack. Und da ist nicht Norden, richtig? Da ist nicht Norden. Ja, Führung bedeutet, dafür sorgen, dass jeder das gleiche Norden hat. Wir brauchen Führungskräfte, die als eine Art Leuchtturm fungieren für andere oder ein Kompass. Sei das Leuchtlicht für andere. Und um diese Metapher euch mit nach Hause zu geben, haben wir was Kleines vorbereitet. Ihr findet auf eurem Tisch so kleine Leuchtstäbe. Genau, brecht die doch bitte mal. Und während meines Vortrags wird euch ein Licht aufgehen. Dieser Leuchtstab wird nämlich immer heller werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch als Armband rummachen. Und ja, nicht bei den Profi-Ringern, die haben zu dicke Handgelenke. Aber bei den Damen zumindest könnte es funktionieren. Und nehmt diese Metapher mit nach Hause. Sei ein Leuchtlicht für andere. Es leuchtet auch 72 Stunden. Und setze irgendwas, was ihr gleich hören werdet, binnen 72 Stunden um, damit ihr Umsetzungspower zeigt. Ja, damit ihr eben nicht nur Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge seid, sondern nehmt dieses Leuchtlicht und solange es leuchtet, setzt irgendwas um von den Dingen, die ihr hier gleich noch erleben werdet. Also sei für deine Mitmenschen Kompass, sei Leuchtlicht, gib ihnen Richtung. Auch in der VUCA-Welt brauchen wir das. Sonst geht es so aus, ja, Schwarmintelligenz. Und wer bestimmt, wo der Schwarm hingeht? Ja? Irgendeiner muss ja trotzdem sagen, okay, hier geht der Schwarm hin. Hier fliegen wir nach Süden, ja, die Zugvögel im Winter. Ich habe jetzt für die VUCA-Welt was entwickelt, das ich das NOPA-Prinzip bezeichnet. Das NOPA sind vier Prinzipien, die es ermöglichen, eine gute Führungskraft zu sein. Ich bezeichne sie auch als die fantastischen vier. Genau, die da. Die da von den fantastischen vier. Die da sind die fantastischen vier. Wofür könnte denn N stehen? Auf Deutsch, alles auf Deutsch. Norden ist schon mal gut, ja. Es steht tatsächlich für Norden und für Netzwerken. Erfolgreiche Führungskräfte wurden wahrscheinlich auch nur Führungskräfte, weil sie ein gutes Netzwerk haben. Sie sind aber jetzt bereit, ihr Netzwerk auch mit anderen zu teilen und es nicht nur für sich zu behalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Netzwerken wird oft missverstanden. Ich möchte euch deshalb erläutern, was ich unter Netzwerken verstehe.
Netzwerken bedeutet für mich richtiger Kontakt mit richtigen Menschen. Also nicht immer nur hier auf Facebook und in den sozialen Medien. Das ist auch nett, das ist auch wichtig. Ja, aber für mich heißt Netzwerken echte Menschen treffen, genau wie ihr das hier heute macht. Deshalb seid ihr hier, macht genau das Richtige. Danach kann man sich natürlich auf Instagram und Facebook verlinken. Aber für mich ist das Erste der richtige Kontakt. Wir leben in einer Welt, wo wir klicken und scrollen, statt zu denken und zu reflektieren. Ja? Und wir zeigen uns Emojis und Emoticons, aber zeigen wir uns auch wirkliche Gefühle? Ja, ist die große Frage. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wir reden mehr mit Alexa und Siri als mit unserer Mutter und unserer Schwester. Ja? Denk mal drüber nach. Manche nehmen das Ding sogar mit in ihr Schlafzimmer. Und das Erste, was viele Menschen am Morgen machen, ist, die checken ihren Status auf Instagram. Ja? Wenn ich morgens aufwache, ich check erstmal, wer denn neben mir im Bett ist. Ja? Und gebe Respekt diesen Menschen. Ja, ja, macht es. Ja. Die Menschen, das meine ich im Ernst, die Menschen, die mit euch die Nacht verbracht haben, die verdienen den Respekt und nicht Facebook. Ja, ja, richtig. Also Netzwerken fängt mit wirklichen Menschen an und nicht auf Facebook. Dann gibt es natürlich die, ich hatte so einen schlauen Mann letztens in der ersten Reihe, der hat gesagt, ja gut, was du sagst ist schon richtig, aber ich muss das ins Schlafzimmer mitnehmen, weil das ist ja mein Wecker. Weißt du was? Habe ich gesagt, kauf dir einen Wecker. Kauf dir einen Wecker. Ja, der kostet 10 Euro, aber das rettet vielleicht deine Beziehung. Ja, weil die Leute, die mit dir im Schlafzimmer sind, nicht das Gefühl haben, du bist mental immer abwesend. Also Digital Detox ist eine ganz gute Idee, um wirklich zu netzwerken, um sich wirklich von Mensch zu Mensch zu begegnen. Und zum Thema Netzwerken habe ich das Prinzip der drei Steine entwickelt. Alle Menschen in unserem Netzwerk sind Steine. Die Frage ist nur, was für Steine? Ja, das hier sind Müllsteine, das sind Menschen, die ziehen uns runter, die tun uns nicht gut, die drücken uns runter, das sind die Energieräuber. Ja, ganz einfacher Tipp, eliminieren, raus, ja, raus aus eurem Leben. Diesen Menschen, die euch nur Energie rauben. Dann gibt es Prüfsteine. Prüfsteine sind Menschen, die machen nicht immer Spaß. Aber wir sind verantwortlich für diese Menschen, ja, weil sie zu unserer Familie gehören. Das sind vielleicht pflegebedürftige Angehörige. Vielleicht sind es Menschen, mit denen wir auskommen müssen, weil sie bei uns im Büro sitzen und ich sie nicht entlassen kann. Bei den Prüfsteinen ist mein Tipp, versuch zu erkennen, dass es Prüfsteine sind und schau, was du lernen kannst. Was sagt mir das über mich aus, dass ich ein Problem mit diesen Menschen habe? Meine Mama hat immer gesagt, Martin, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, zeigen drei Finger auf dich selbst. Ja, also denk mal drüber nach, wenn du so sauer bist auf andere, was hat es mit dir zu tun? Also bei den Prüfsteinen überlegt euch, was kann ich lernen und daran zu reifen. Das Wichtigste ist aber die dritte Gruppe von Steinen, das sind Edelsteine, ganz genau. Edelsteine, das sind Menschen, die uns richtig gut tun. Das sind Menschen, da geht mir das Herz auf. Ja, da gibt es Menschen, die begeistern mich und die machen mir einfach Spaß. Sag mal zu deinem Nebenmann, vielleicht bist du für mich bald so ein Edelstein. Sag das mal jetzt zu deinem Nebenmann. Genau. Vielleicht bist du für mich so ein Edelstein. Was sind Edelsteine? Edelsteine sind Menschen, mit denen wir uns gut fühlen, wo wir Lust auf mehr haben. Mein Tipp ist, verbring mit Edelsteinen mindestens eine Stunde pro Woche. Ja, wir gucken immer, ist mein Handy aufgeladen? Ja, ist hier der Akku aufgeladen? Ja, aber was ist denn mit dem Akku meiner Seele? Ja, ich brauche für den Akku meiner Seele Edelsteine. Ja, Edelsteine, das sind Menschen, durch die ich mich gut fühle. Menschen, die mir vielleicht sogar Konfetti in die Haare machen. Weil es einfach Spaß macht, ja, weil es einfach schön ist mit diesen Menschen. Sie zaubern mir ein Lächeln aufs Gesicht, sie lassen mich gut fühlen. Verbringt viel Zeit mit
Edelstein. Sieht fantastisch aus hier vorne mit dem Gold. Bis Weihnachten drauflassen, dann sieht es sehr gut aus. Also, Netzwerken heißt, triff echte Menschen, triff Edelsteine. Übrigens, wer nur zu Hause sitzt und denkt, Netzwerken wäre nur Social Media, der heiratet wahrscheinlich entweder den Postboten oder ein Zeuge Jehovas oder den Pizzalieferanten. Ja? Das sind die einzigen, die zu euch nach Hause kommen. Ja? Und damit verringerst du natürlich die Auswahl an potenziellen Heiratspartnern. Also geh raus, wie hier, ihr macht alle genau das Richtige. Es ist Ostersamstag und ihr seid trotzdem hier. Ihr habt schon den ersten Schritt erfolgreich gemacht zum guten Netzwerken. O steht für Offenheit. Ja? Dein Geist ist wie ein Fallschirm. Er funktioniert nur so richtig, wenn er sich öffnet. Andererseits, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Also wir sollten es natürlich auch nicht übertreiben mit der Offenheit. Trotzdem beobachte ich in der heutigen Zeit, dass viele Menschen nicht offen genug sind. Sie leben wie in so einer Art Hamsterrad. Ja, und die sozialen Medien verstärken das oft. Ja, wir reden von einer Filterblase. Ja, ich befreunde mich nur Menschen, die so ticken wie ich und denke dann, das wäre richtig. Ja, ich drehe mich quasi um mich selber und werde in meinem Narzissmus permanent gestärkt, wie so ein König, der in seinem Spiegelsaal steht und sich überall sieht von allen Seiten. Das ist nicht gesund. Ja, also Offenheit heißt, sucht den Dialog mit Leuten, die anders sind als ihr selber. Ja, tauscht euch aus mit Menschen, die eine ganz andere politische Anschauung haben wie ihr zum Beispiel. Oder reist, das ist ja meine Medizin. Ich reise um die ganze Welt in echt krasse Gegenden, weil ich das so toll finde, diese Offenheit. Also raus aus dem Hamsterrad. Eine andere Sache spielt bei Offenheit noch eine große Rolle. Diesmal dürft ihr sitzen bleiben, aber folgt doch bitte mal für ein paar Sekunden meinen mündlichen Anweisungen. Zeichnet doch bitte mal in die Luft mit eurem rechten Finger ein Dreieck. Das sieht wunderschön aus, vor allem mit euren Leuchtbändern jetzt. Dann zeichnet bitte mal in die Luft einen Kreis. Super. Und jetzt ein Quadrat. Sehr gut. Und jetzt bitte eine horizontale Linie. Eine horizontale Linie, genau. Also, 80% von euch haben was gemacht? Mal alle nochmal, eine horizontale Linie bitte. Eine horizontale. Das ist echt schwer. Ja, jetzt sind wir bei ungefähr 70%, die es hinbekommen. Das ist so schwer. Warum ist es so schwierig? Was ist gerade passiert? Ja? Genau, wir hören gar nicht zu. Wir hören gar nicht zu. Seid ihr besonders dumm? Nein. Würde ich auch nie im Publikum sagen, aber nein, ihr seid intelligent. Dass ihr auf die Körpersprache mehr reagiert als auf die mündlichen Anweisungen, hat euch gerettet. Es hat euch gerettet. Es hat eure Vorfahren gerettet. Ja, das ist ganz, ganz tief in eurem Gehirn verankert, dass wenn einer hier aufsteht und rausrennt, rennen wir alle hinterher. Herdentrieb. Ja. Und die, die in der Steinzeit gesagt haben, ey, lass uns erstmal drüber reden, das ist vielleicht gar kein Säbelzahntiger im Gebüsch, der wurde eliminiert. Ihr seid also intelligent. Es ist ganz normal, auf Körpersprache mehr zu reagieren als auf Worte. Für das Thema Offenheit spielt das eine große Rolle. Weil ich kann sagen, ich bin offen und ich exponiere mich auch Dingen, die mir nicht so geläufig sind. Aber die Körpersprache spielt auch eine sehr große Rolle. Was kann ich denn körpersprachlich machen, um als offen dazustehen, im wahrsten Sinne des Wortes? Aufrechte Haltung ist schon mal gut. Ja, so ist nicht wirklich offen, ja, wenn ich so über die Bühne schleiche. Aber hier eine kleine Geschichte, die ich erlebt habe in einem großen schwäbischen Automobilunternehmen. Ich durfte eine Führungskraft coachen. Meine Aufgabe war, den Führungsstil dieses Menschen zu verbessern. Und dann habe ich Shadowing gemacht. Das bedeutet, wenn ich als Coach mit ihm mitgehe und wirklich diesen Meetings beiwohne, die er macht. Und dann hat er vor seinen Mitarbeitern so präsentiert, die rechte Hand war in der Hosentasche und der linken hat er gestikuliert und hat ihnen jetzt das Budget fürs nächste Quartal erklärt. Nur mit der linken Hand. Sobald sein Chef reinkam, waren beide Hände draußen. Ah, Chef, gut, dass du kommst. Ja, also wir reden hier über das Budget und so weiter. Dann ging der Chef wieder raus,
Hand zurück in den Hosensack. So, nach dem Meeting habe ich die Mitarbeiter gefragt, sag mal, wie findet ihr denn hier eure Führungskraft? Was haben die mir gesagt? Richtig, sehr gut, der ist arrogant. Und ich so, wie denn arrogant? Und dann haben sie mir was ganz Interessantes gesagt. Die haben gesagt, naja, schau mal, wenn er mit uns redet, verwendet er nur 50% seiner Energie. Sie haben übrigens nicht Energie gesagt, sie haben gesagt PS, ne? Automobilbranche. Er verwendet 50% seiner PS, wenn er mit uns redet. Wenn sein Chef reinkommt, nimmt er 100% seiner PS. Das zeigt, wir sind ihm nicht wichtig. Ja. Kleines Ding, große Wirkung, ja, zum Thema Offenheit. Wir haben ihm natürlich das Feedback gegeben und jetzt nimmt er beide Hände und arbeitet so mit seinen Mitarbeitern. Ja, und er behält es auch so bei, egal ob sein Chef reinkommt oder nicht. Kleines Ding, aber dadurch hat er wirklich Potenzial verschenkt und es war ein blinder Fleck. Ja, er war sich dessen nicht bewusst, was er da eigentlich macht. So ist es also richtig, immer schön die Handflächen zeigen wie Nelson Mandela. Wofür könnte das P stehen? Pop, sehr gut. Passion ist sehr gut, dass man macht, was man liebt, auf jeden Fall. Positiv, Power. Mensch, ihr seid schon so geschult hier am Ende des Tages, alles richtig. Bei mir steht es für was ganz anderes. P steht in meiner NOPA-Strategie für Partizipation. Alle haben sich schon gefreut, Party. Nee, Partizipation, Party machen wir später noch. Partizipation. Partizipation bedeutet, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, die Schwarmintelligenz zu nutzen. Aber wie mache ich das? Wenn ich meine Coaching-Klienten bitte, mal mir ein bisschen zu erzählen, sag mal, wie arbeitest du so, was sind so deine Kollegen, machen 80% der Führungskräfte das. Ja, das klassische Organigramm. Ja. Mit oben dem Geschäftsführer, dann kommen die Direktoren und dann da unten kommen irgendwo die armen Mitarbeiter, die Arbeit machen. Ja, alle lächeln nicht, sondern haben ein sehr ernstes Gesicht, weil das macht keinem Spaß. Er trägt die Verantwortung ganz allein und die unten werden degradiert zu bloßen Befehlsempfängern. Das wird noch schlimmer, weil dieses hierarchische Prinzip der Führung, das meine Coaching-Klienten mir da skizzieren, wird noch verstärkt durch was sehr, sehr Trauriges. Ich nenne das die fatalen 5 der hierarchischen Führung. Und das ist das erste Prinzip. Das ist ein Friedhofsgärtner. Ja? Und ich bin neulich durch Bad Cannstatt gelaufen und kam zum Friedhof und da sah ich so einen Friedhofsgärtner und habe zu dem gesagt, sag mal, du hast einen super Job, bist schön an der frischen Luft und Blumen, alles gut. Dann sagt er, weißt du was, geht so. Ich habe hier zwar hunderte von Leuten unter mir, aber nicht wirklich Kontakt zu denen. Dann sage ich, das kenne ich, genau wie meine Coaching-Klienten. Ja? Und da bin ich drauf gekommen, das erste Prinzip der hierarchischen Führung ist das Prinzip Friedhofsgärtner. Ja? Diese Führungskräfte hier haben hunderte von Leuten unter sich, aber haben nicht wirklich Kontakt zu denen. Ja? Und das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler ist das Prinzip Helikopter. Das heißt, ich schwebe als Führungskraft über meinen Mitarbeitern, komme ab und zu nach unten, ja, wirbel Staub auf und dann wieder ab nach oben. Das dritte Prinzip ist das Prinzip Fahrradfahrer. Das geht so, nach oben Katzbuckeln, ja, das betrifft vor allem hier so die mittlere Führungsetage, nach oben Katzbuckeln, nach unten treten, um nach vorne zu kommen. So geht Fahrradfahrer. Dann haben wir noch das Prinzip Jeanshose. An den wichtigsten Stellen sitzen die größten Nieten. Also wir haben auch noch eine falsche interne Beförderungspolitik. Ja, das hängt damit zusammen, dass oft nicht der befördert wird, der die beste Führungskraft ist, sondern der beste Fachexperte ist. Ja, das führt zum Prinzip Jeanshose. Ja, dann habe ich einen guten Sachbearbeiter weniger und eine schlechte Führungskraft mehr. Das alles führt schließlich zum Prinzip, einen haben wir noch. Wir haben noch das Prinzip Champignon. Management bei Champignons. Das geht so, immer die Mitarbeiter schön im Dunkeln lassen, ja, mit Mist bewerfen, ja, und wenn einer einen Kopf rausstreckt, Kopf ab. Ja, das ist auch noch so.
Das alles führt im Endeffekt zum Prinzip Robinson Crusoe, ne, in diesen Unternehmen. Und Robinson Crusoe geht wie? Alle warten nur auf Freitag. Gibt sogar ein Restaurant, das so heißt, TGIF, Thank God It's Friday. Ja, und so ist dann die Motivation in diesen Unternehmen. Das kann so gar nicht gehen. Ja, also die hierarchischen, diese fatalen fünf demotivieren zusätzlich die Mitarbeiter. Was können wir denn jetzt ändern? Mehr Kontakt, natürlich, das hilft schon mal gegen das Prinzip Friedhofsgärtner. Achtung, jetzt kommt der Trick, ich drehe das um und guck mal, was mit den Gesichtern hier passiert. Alle happy, ja, ich zeige es noch mehr in groß. Alle happy, ja, weil ich jetzt eine Führungskultur habe, in der ich mich als Führungskraft ganz nach unten stelle, ja. Führung ist nicht ein Privileg, es ist nicht das größte Auto, es ist nicht das schönste Handy, es ist nicht der tollste Raum im Unternehmen. Führung ist eine Dienstleistung und ich mache mich ganz unten hin. Ich mache mich ganz unten hin und sorge dafür, dass es allen anderen gut geht. Ja? Führung ist eine Dienstleistung, die dafür sorgt, dass alle anderen die Tore schießen. Weil wir haben eins vergessen, den Kunden gibt es ja auch noch, ja? Und der ist übrigens hier oben. Ja? Der ist hier oben. Ja? Und die Mitarbeiter wissen ja oft viel besser, was der Kunde will, als ich, ja? Als der Geschäftsführer. Schon daher macht es Sinn, das ganze Ding auf den Kopf zu drehen. Ja? Wir reden auch nicht mehr von IQ, ja, das ist so dieses alte, der IQ des Geschäftsführers. Wir reden jetzt vielmehr von EQ, ja, die emotionale Intelligenz, und von WeQ, das ist jetzt das Allerneueste und das ist WeQ. WeQ bedeutet wir, ja, die Intelligenz des ganzen Systems nutzen durch das Abgeben von Macht, durch das Teilen von Verantwortung, durch das Miteinbeziehen der Mitarbeiter in Entscheidungen. Ja, so kann es aussehen. Ja, die Organisationen der Zukunft sind eben nicht mehr effizient, sie sind auch nicht reliabel, sondern sie sind schnell und sie sind agil. So geht Führung in den nächsten Jahren, da bin ich fest von überzeugt. Übrigens, es gibt ein paar Länder, die das schon machen. Das ist ganz aktuell, das ist vom März. Die glücklichsten Länder der Welt. Die glücklichsten Länder der Welt sind Platz 1 Finnland, Platz 2 Dänemark, Platz 3 Norwegen. Ich darf immer wieder in diesen Ländern arbeiten und die machen das alle schon. Ja? Die machen das alle schon. Ich traue mich da mit meinen Vorträgen gar nicht ran, weil die machen das schon. Die sind schon so. Die haben schon diesen partizipativen Führungsstil. Und ich sag mal, das ist jetzt meine Interpretation, aber ich sage nicht zuletzt deshalb, sind es die glücklichsten Menschen der Welt, weil die eben das schon haben, ja, weil die verstanden haben, dass es so einfach besser geht. Von denen kann man also jede Menge lernen. Es zeigt, es funktioniert. Es gibt diese Beispiele. Aber in Deutschland, bei den meisten meiner Kunden, ist es Wunschvorstellung. Da habe ich viel, viel Arbeit, um das Organigramm zumindest im Kopf der Menschen rumzudrehen. Ja, es reicht ja schon ein Mindshift, ja, dass ich zumindest im Kopf das Ding so sehe und meine Mitarbeiter mehr ins Boot hole, mehr einbeziehe, ihnen mehr Entscheidungsspielräume überlasse. Ja, eins haben wir noch. Was könnte das A sein von NOPA? Genau, das Buzzword des Jahrzehnts, Agilität. Agilität. Ja, Führung muss agil sein. Was heißt das jetzt? Dieses Bild sagt es besser als 1000 Worte. Agilität bedeutet, flexibel zu sein, auf die Veränderung des Umfelds zu reagieren. Jemand, der das gut gemacht hat, ist der Thomas Edison. Der hat das hier erfunden, die Glühbirne. Die Glühbirne, allerdings sehr spät in seinem Leben. Da sah er wirklich schon so alt aus wie hier. Und seine Freunde haben zu ihm gesagt, Mensch Thomas, du hattest ja ein ziemlich schlechtes Leben, weil du bist so oft gescheitert. Du hast immer wieder nicht geschafft, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Und seine Antwort war, falsch, ich bin in meinem Leben nie gescheitert. Ich habe erfolgreich hunderte von Arten eliminiert, wie man nicht eine Glühbirne zum Leuchten bringt. Ja? Und das ist der Mindset des Siegers. Ja? Der antizipiert das Scheitern und sagt, hey, so what? Das ist Lernfeedback. Ja? Das ist völlig in Ordnung.
dass es oft nicht leuchtet, solange es am Lebensende mir ein Licht aufgeht, habe ich alles in meinem Leben richtig gemacht. Wir machen das aber nicht. Ja, wir trauen uns oft nicht, das zu tun, Fehler zu machen. Und ich habe euch noch ein kleines Experiment mitgebracht. Nehmt mal den Luftballon, bitte, und die ganzen Ängste, die ihr habt, diese Angst vor dem Scheitern, die Angst davor, dass euch nicht ein Licht aufgeht, die Angst, dass ihr nicht die richtige Lösung findet, die pustet ihr bitte mal in diesen Luftballon. Sehr schön, so ganz ohne Ängste ist niemand, haben wir von Robert auch gelernt heute. Jeder hat Ängste, die Angst, bewertet zu werden, die Angst, dass es ein anderer besser machen könnte, die Angst, dass ich nicht gut genug bin. Tja, und was machen wir jetzt damit? Wir lassen kollektiv diese Ängste hier und heute Abend los auf drei. Eins, zwei, drei. Wow, wunderschön. Wunderschön. Lasst sie los, die Ängste, traut euch was, macht Fehler, antizipiert, dass ihr scheitern werdet, das ist völlig in Ordnung. Jemand, der das gut gemacht hat, ist Michael Jordan. Der wurde mal gefragt, wie wurdest du der beste Basketballer aller Zeiten? Und er hat gesagt, ganz einfach, daneben werfen. Wirf oft daneben, aber wirf weiter. Wirf weiter, auch wenn du daneben wirfst, weil a shot you don't take is a shot you can't make. Ja, wenn du aufhörst zu werfen, kannst du gar nicht treffen. Aber wenn du einfach weiter wirfst, irgendwann triffst du wieder. Und life is percentage, not perfection. Ja, und langsam, langsam wird dann die Quote deiner Würfe auch wieder besser werden. Großes Idol von mir übrigens, ich wollte immer Basketballer werden. Hat nie geklappt, mein großer Durchbruch. Aber ich war als Autor immer sehr ambitioniert und habe viele, viele Bücher geschrieben. Ich habe schon 50 Bücher und Zeitschriftenpublikationen verfasst und kein einziges hat es zu einem Bestseller geschafft und es hat mich richtig, richtig gewurmt. Aber ich habe versucht, auch da agil zu sein. Ich habe immer wieder Feedback eingeholt, Blogs, wo die Leser sich beschweren, habe auf Amazon geguckt, was gefällt ihnen denn nicht an meinen Büchern, habe immer Lesungen gemacht und Lesereisen zu jedem meiner Bücher und das hat mir geholfen, mich als Autor zu verbessern. Und letztlich, jetzt im September, ist es dann eben gelungen, mit vielen anderen Autoren, zwei habt ihr ja schon auf der Bühne gesehen, Robert und Günül, und noch vielen anderen Autoren, ist es uns gelungen, endlich den Bestseller zu schaffen auf Amazon. Erst auf Deutsch im September und dann nochmal im Dezember auf Englisch, erst nur als E-Book und tatsächlich auch jetzt als Print. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Ein bisschen bin ich stolz auf das Buch, mindestens so stolz bin ich aber auf diesen agilen Mindset, wo ich mir gesagt habe, okay, mach einfach weiter. Irgendwann wirst du belohnt werden. Irgendwann muss die Hartnäckigkeit sich auszahlen und du wirst es irgendwann schaffen. Und das Buch gibt es übrigens draußen an meinem Stand, gleich wenn er rauskommt, rechts. Das Buch hat mir gezeigt, glaub an deine Träume, arbeite immer weiter. Übrigens, mein Beitrag in dem Buch ist genau darüber, was ich gerade erzählt habe, über das NOPA-Prinzip, was natürlich ganz besonders schön ist, und das ist ja auch mein Programm, mit dem ich gerade so um die Welt toure. Hier seht ihr übrigens die beiden Bücher, einmal die deutsche und die englische Version, was echt toll ist, weil ich ja tatsächlich sehr viel auf Englisch arbeite. So, zum Abschied noch ein kleines Zauberkunststück zum NOPA-Prinzip. Dieses NOPA hat ja vier Komponenten und ich gehe dir nochmal der Reihe nach durch. Um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein, brauche ich Rot, also ein gutes Netzwerk. Das mache ich mal hier in meine Faust. Dann brauche ich O, Offenheit, ja, auch für Andersdenkende. Ich muss die Offenheit auch in meiner Körpersprache rüberbringen. Dann haben wir hier Grün, das steht für Partizipation. Hol andere mit ins Boot, mach andere stark, teile deine Macht. Und schließlich Gelb für die Agilität, lerne aus Fehlern, reagiere auf ein sich veränderndes Umfeld. Und ja, was mache ich jetzt, um eine gute Führungskraft zu sein? Mixen, genau. Ich muss alles gleichzeitig machen. Mal gucken, ob es heute klappt. Ja, wunderbar.
Das ist Nopa. Also, sei Nopa, versuch alles auf einmal umzusetzen und du wirst erfolgreich sein. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Mitmachen und mein Name ist Martin Emrich. Einen weiteren schönen Abend wünsche ich uns allen. Dankeschön. Danke. Dankeschön.